Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24 zur aktuellen Wochensendung. Und damit verabschieden wir uns schon vom Januar 2023. Am Ende des Monats gibt es ja unser Wandelbar, der Seenland-Talk. Diesmal mit dem Thema Schule. Und auch unser Format Artpop ist in der heutigen Sendung mit dabei. Und meine Kollegin Lena Konrad nimmt Sie wieder mit auf eine ganz tolle Reise. Bleiben Sie also gespannt. Jetzt beginnen wir mit den aktuellen Nachrichten und hier noch einmal unser Programm in der Übersicht. Autohaus Grabowski, Ihr autorisierter Ford-Service-Partner, präsentiert. Buchen Sie jetzt schon Ihren nächsten Urlaub und erleben Sie noch mehr Platz und Komfort im Wohnmobil Ford Challenger. Für 4 Personen pro Tag ab 115 Euro und 300 Kilometer frei. Ab 14 Tage Miete alle Kilometer frei. Autohaus Grabowski. Da kann der Urlaub kommen. Hallo und herzlich willkommen zu Seenluft 24, der Tag mit den wichtigsten Meldungen vom 31. Januar 2023. Die Leiterin des Oberstufenzentrums Lausitz, Dr. Margit Lieback, tritt im Februar in den Ruhestand ein. Verabschiedet wurde sie vor wenigen Tagen von Kolleginnen und Kollegen, Vertretern des Bildungsministeriums sowie von Schulamt und Landkreis. In den 30 Jahren der Zusammenarbeit habe Margit Lieback als Frau der leisen Töne das OSZ zielstrebig und beharrlich weiterentwickelt, sagte Helga Schüler, Leiterin des Schulverwaltungsamtes OSL. 1992 und 93 wurde die Frauendorferin zunächst kommissarische, ab 1995 berufene Schulleiterin. Ihr Nachfolger wird Georg Held, bislang stellvertretender Schulleiter am Oberstufenzentrum 1 in Spreneiße. Am OSZ Lausitz mit seinen Standorten in Sedlitz, Schwarzheide und Lauchhammer lernen derzeit rund 850 Schülerinnen und Schüler. Nach 2 Jahren Corona-Pause hat am vergangenen Wochenende wieder die Reisemesse in Dresden Publikum angezogen. Mit dabei waren auch Aussteller aus unserer Region. Elbe Florenz war Freitag, Sonnabend und Sonntag wieder der Anlaufpunkt für alle Reisefans. Auf 20.000 Quadratmeter präsentierten sich in der Messe Dresden über 270 Aussteller. Unter anderem warb der Landkreis USL für das Lausitzer Seenland. Die Mitarbeiter vor Ort hatten jede Menge zu tun, vor allem Freitag und Samstag war ihr Infostand dicht umlagert. Gefragt waren Angebote für Radtouren, Camping oder Übernachtungen. Der Themencampingplatz am Grünewalder Lauch hatte einen Infostand auf der Fläche eines Dresdner Caravan-Anbieters. In der sächsischen Hauptstadt dabei war auch das Amt Schradenland. Am Messestand des Elbe-Röder-Dreiecks warb es mit der Grenzsteinwanderung und dem Heidebergturm für Ausflüge in den Schraden. Diesmal, so ein Sprecher des Messestands, war der Andrang größer als noch vor 2 Jahren. Themen rund um den Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung stehen im Mittelpunkt des BTU for Future Festivals der BTU Cottbus-Senftenberg. Unter Federführung des Fachgebietes Technik und Umweltsoziologie dreht es sich um Forschung, Engagement und Kultur. Beteiligen können sich Studentinnen und Studenten, Lehrkräfte und alle Interessierten. Sie diskutieren mit Experten der BTU und mit Gästen unter anderem über Ernährung, die alle glücklich macht, über Klimawandel oder gesellschaftlichen Wandel. Geplant ist zudem eine Festival-Tauschparty, so die Universität. Das Festival findet am 9. und 10. Februar in Cottbus statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Das gesamte Programm und den Link zur Anmeldung finden Sie auf der BTU-Homepage. Am 13. Mai findet bundesweit wieder der Takt der Städtebauförderung statt. Aus diesem Anlass ruft Brandenburgs Bauminister Guido Beermann zur Beteiligung auf. Am 13. Mai können Städte und Gemeinden ihre Projekte, Planung und Erfolge im Stadtumbau vorstellen. Dazu gibt es deutschlandweit wieder einen Tag der Städtebauförderung. Seit mehr als 30 Jahren sei Städtebauförderung die zentrale Säule der nachhaltigen Stadtentwicklung, so das Bauministerium. Bisher wurden dafür rund 3,8 Milliarden Euro von Bund und Land zur Verfügung gestellt. Dazu kommen die Eigenmittel der Kommunen. Und dem Motto »Wir im Quartier« findet der diesjährige Aktionstag zum nunmehr 8. Mal statt. Städte und Gemeinden können sich ab sofort anmelden. Weitere Informationen gibt es im Internet unter tag-der-städtebauförderung.de.
Schülerinnen und Schüler aus Südbrandenburg können in den Winterferien mehr über Lehrstellen regionaler Unternehmen erfahren. Möglich ist das unter anderem bei den Berufsberatern der Handwerkskammer Cottbus. In persönlichen oder telefonischen Beratungsgesprächen mit Hinweisen zu den Bewerbungsunterlagen vermitteln sie passgenau in verschiedenen Ausbildungen des Handwerks. Aktuell gibt es im Kammerbezirk Cottbus fast 300 freie Ausbildungsplätze, besonders für angehende Sanitär-, Heizungs- und Klimamechaniker oder Elektroniker sowie in verschiedenen Bauberufen. Die konkreten Ansprechpartner für die Region finden Sie auf der Homepage der HWK. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Lauchhammer hat am Freitag der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. Dazu legten Bürgermeister Mirko Buhr, der SVV-Vorsitzende Jörg Gärtner sowie Abgeordnete und Bürger Kränze und Blumen nieder. Die Veranstaltung am Mahnmal für die Opfer des NS-Regimes im Schlosspark stand auch im Zeichen der Hoffnung auf eine baldige Beendigung des Krieges in der Ukraine, so die Stadt. Die Arbeitslosigkeit im Sendegebiet ist im Januar leicht gestiegen. Wie Thomas Krutz von der Arbeitsagentur in Senftenberg mitteilt, lag die Quote bei 8,2%. Rund 3.080 Personen waren arbeitslos gemeldet, 166 mehr als im Dezember. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen bleibt in etwa auf gleichem Niveau. Für Arbeitssuchende stehen derzeit knapp 900 Stellen offen. An diesem Mittwoch kommt es in Großregen zur Unterbrechung der Trinkwasserversorgung, konkret von 8 bis 16 Uhr in der Kransdorfer Straße. Grund sind Reparaturarbeiten an der Trinkwasserhauptleitung. Der WAL bittet Betroffene, den erforderlichen Trinkwasservorrat anzulegen und nach den Arbeiten auf die Klarspülung zu achten. Nach der Internationalen Grünen Woche zieht Brandenburgs Landwirtschaftsminister Axel Vogel eine positive Bilanz. In der Brandenburg-Halle konnten sich Landwirte den Verbraucherinnen und Verbrauchern präsentieren, um regionale Erzeugnisse in die Regale des Einzelhandels zu bringen. So startet auch ein runder Tisch zur Stärkung der regionalen Lebensmittelbranche. Eine positive Bilanz zogen auch die über 50 Aussteller in der Brandenburg-Halle. Dort beteiligten sich auch mehr als 700 Schülerinnen und Schüler an der Schülerpressekonferenz zur Landwirtschaft, am Honigfrühstück oder am Workshop zur gesunden Ernährung. Soweit die Meldungen und jetzt folgt noch der Polizeibericht. Einen Verkehrsunfall gab es Montagnachmittag in der Großregener Gewerbestraße. Dort war gegen 16.30 Uhr ein Pkw von der Fahrspur abgekommen und hatte zwei weitere Autos gerammt. Verletzt wurde niemand. Die vorläufige Schadensbilanz liegt bei etwa 21.000 Euro. Ein positiver Alkoholtest bei dem 61-jährigen Verursacher brachte dann auch die Unfallursache ans Licht. Das waren unsere Nachrichten für Sie. Hier folgt nun noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Der Mittwoch bleibt frostig mit 2 bis 5 Grad. Dabei ist es den ganzen Tag über bewölkt mit vereinzelten Schauern am Nachmittag und teilweise stürmischen Böen. Am Donnerstag sieht es ähnlich aus mit Temperaturen von 3 bis 6 Grad, einigen Wolken mit Schneeregen und starkem Wind gegen Mittag. Der Freitag wird regnerisch mit 2 bis 8 Grad und auch hier ist der Himmel wieder ganztags bedeckt. Clubnacht, 18. Februar. Tickets online. Schlossparkcenter, Ihr City-Einkaufscenter im Herzen von Senftenberg. 25 Geschäfte laden zum Shoppen ein. Bummeln, einkaufen und Spaß haben bei entspannter Einkaufsatmosphäre. Neben einem vielseitigen Gastronomieangebot locken unsere Geschäfte regelmäßig mit Rabattaktionen. Und nicht vergessen, das Parken im Parkhaus ist für 3 Stunden kostenfrei. Schlosspark Center Senftenberg. Einkaufen, wo ich zu Hause bin.
Gerade eben haben wir das Jahr 2023 begrüßt. Nun ist der erste Monat quasi schon wieder vorbei. Er hatte einiges zu bieten, von Kabarett bis zum Schneegestöber. Und natürlich noch viel mehr. Wir haben die wichtigsten Themen des Monats für Sie zusammengefasst. Der Start in den 1. Januar 2023, für viele endlich wieder so, wie es sich gehört, mit einem Feuerwerk. Und das wollte sie sich auch nicht entgehen lassen. Bereits um 0.23 Uhr kam Frieda Lilly im Krankenhaus Lauchhammer zur Welt. Sie hatte es besonders eilig und ist so das erste Baby 2023 in ganz Brandenburg geworden. Die Silvesternacht haben Mutter und Tochter gut überstanden und sind in ein hoffentlich glückliches Jahr gestartet. Was soll es bringen? Das haben wir Sie gefragt. Dass auch mal an den kleinen Menschen gedacht wird. Nicht bloß immer, dass sich oben der die Taschen voll machen. Ich wünsche mir einfach, dass Frieden ist auf der Welt. Dass die Kriege aufhören, dass die Menschen sich achten und respektieren. Und für unser Land wünsche ich mir, dass wir Politiker bekommen, die ein bisschen Geist im Kopf haben. Für Marc Bernstedt hat der Januar vor allem eins gebracht, eine große Herausforderung. Seit dem 01.01. ist der erfahrene Klinikmanager neuer Geschäftsführer der Sana-Kliniken Niederlausitz. Spätestens zum 1. April übernimmt er auch die Geschäftsführung des Sana-Herzzentrums Cottbus. Der 37-jährige Leipziger folgt damit in der Niederlausitz auf Sadik Taştan, der zu Sana nach Ulm gewechselt ist. Freude am Wiedersehen und das Wiederaufleben einer durch Corona scheinbar gestorbenen Tradition. Als einzigste Kommune im Sendegebiet hatte die Stadt Großrehschen zu einem Neujahrsempfang geladen und Ausblicke auf 2023 gegeben, wie beispielsweise die Investition des Waggonbauers VTG am Standort Sonne. In der Senftenberger Niederlausitzhalle haben die Briesker Knappen hingegen mit Bravour ihr WAL-Hallenturnier gestemmt. Vor ausverkauftem Publikum hat sich am Ende der 1. FC Magdeburg gegen 7 weitere Mannschaften durchgesetzt. Die Knappen belegten Platz 4. In Lauchhammer kann es nach der Unterzeichnung des Kreditvertrags zwischen der GWG und der ILB nun bald mit der Sanierung im Richard-Wagner-Eck losgehen. Und in Schwarzheide nehmen nach der Unterzeichnung des Betreibervertrages mit dem TÜV Rheinland die weiteren Planungen für das Leistungszentrum Lausitz richtig Fahrt auf. Und ja, es gibt ihn noch, den Winter mit Schnee. Am 18. Januar sorgte er dafür, dass auf den Straßen so manche Fahrt zum Erliegen kam. Und während sich die jungen Talente der Kreismusikschule beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert vordere Plätze erspielt haben, gibt es in der neuen Bühne Senftenberg nach 20 Jahren endlich wieder ein Musical. Bei der Premiere von Cabaret heißt es dann auch: Das ist übrigens die Devise ab dem 1. Februar, wenn Senftenbergs neuer Bürgermeister Andreas Pfeiffer offiziell in sein Amt startet und seinen Vorgänger Andreas Friedrich nach über 16 Jahren an der Rathausspitze ablöst. Mit Lichtgeschwindigkeit durchs Netz, das kann nur Glasfaser. Die innovative Lichtwellenleitertechnologie sorgt für nie dagewesene Bandbreite, um ein Vielfaches schneller als herkömmliche Methoden mittels Kupferleitungen. Highspeed-Internet, Fernsehen in Full HD, Telefonie in höchster Sprachqualität, 4K-Streaming und das alles gleichzeitig in beliebig vielen Haushalten ohne Geschwindigkeitsverlust. Sie wollen weg von permanenten Geschwindigkeitseinbußen? Dann fragen Sie uns, Ihre LKG, die Glasfaser-Experten aus der Region. Stadtwerke Senftenberg, Ihr regionaler Energiedienstleister für Strom, Gas und Fernwärme in Senftenberg und Umgebung. Sie finden uns in der Laukstraße 13 bis 15 in Senftenberg oder unter www.stadtwerke-senftenberg.de. Stadtwerke Senftenberg, passend für Sie, Strom, Gas und Wärme.
fit sind unsere Schulen? Mit dieser Frage hat sich unsere letzte Talkrunde bei Wandelbar beschäftigt. Die Meinungen gehen da schon ziemlich auseinander. Zumindest haben das die Interviews mit den Gästen nach dem Talk ergeben. Da gab es Antworten von alles in Ordnung bis wir regulieren uns zu Tode. Aber bitte urteilen Sie selbst. Übrigens, auch wir sind an Ihrer Meinung interessiert. Schreiben Sie uns gerne per Mail oder Facebook. Wandelbar, der Seenland-Talk. Am 26. Januar ging es darum, wie fit die Schulen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz sind. Reicht das Geld für eine gute Ausstattung? Wo drückt der Schuh? Darüber hat Moderator Dennis Kettlitz mit Helga Schüler vom Schulverwaltungsamt des Landkreises, mit Claudius Kschorsek vom Kreiselternrat und mit Christian Konzak vom Amt Ruhland diskutiert. Helga Schüler zieht für den Landkreis ein positives Fazit. Wir haben es im Landkreis geschafft, dass wir ein ausgewogenes Schulnetz erhalten konnten. Wir haben ja nach der Wende sehr viele Schulen auch schließen müssen und konnten trotzdem ein flächendeckendes Schulnetz im Landkreis erhalten, sodass sich die Wege für die Schüler im Rahmen halten und es alles zu bewältigen ist. Und von der Seite her muss ich sagen, bin ich schon zufrieden. Das sei eine solide Basis für einen guten Unterricht. Und unsere Lehrer hier in den Schulen machen einen guten Job. Das muss man so sagen, das kann man ihnen auch bescheinigen. Die nutzen die Möglichkeiten, die ihnen die Schulträger geben. Der Kreiselternrat fordert dagegen mehr Lehrer. Das ist wiederum eine Aufgabe der Landesregierung. Und selbst wenn der Digitalpakt Schule jetzt angelaufen ist, die Probleme greifen ineinander. Na, wir hängen in der Ausstattung der Zeit immer ein Stück weit hinterher. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber diese digitale Ausrüstung kann die Lehrer nur unterstützen, wenn die Lehrer auch dazu befähigt wurden, mit ihr umzugehen. Es ist nun mal nicht ausreichend, wenn ich eine digitale Tafel in die Schule hänge. Die Lehrer müssen wissen, welche Vorteile sie daraus ziehen können. Ein digitaler Unterricht kann, wie gesagt, die Wissensvermittlung nur unterstützen. Aber digitaler Unterricht alleine vermittelt kein Wissen. Es ist schlussendlich immer noch der Lehrer vorne, der sich um die Kinder kümmert und der das Wissen weitergeben kann. Lehrer brauchen eine bessere Lobby. Oft seien sie überlastet, regelrecht verbrannt. Das ist eine klare Ansage an das Land, aber auch an die Eltern. Dass die Sache im Land auch wirklich Chefsache ist, das ist ein Stück weit auch unsere Aufgabe als Bürger, indem wir halt unsere Abgeordneten ansprechen und einfach unseren Wunsch formulieren und einfach sagen, Bildung ist uns wichtig, dass auch in der Politik oben ankommt, Bildung ist den Menschen wichtig. Platzmangel und kein Geld, das sind die Sorgen von Amtsdirektor Christian Konzak. Die Schule in Ruhland platzt aus den Nähten. Der Grund? Steigende Schülerzahlen. Doch die wurden in keiner Schulentwicklungsplanung für möglich gehalten. Wir haben ganz viel Höfewechsel auf den Dörfern, in den Orten, wo ältere Leute die Grundstücke an junge Familien übergeben. Und dadurch haben wir einen enormen Zuwachs an Kindern gehabt. Der war so nicht abzusehen und ja, daraus resultiert eigentlich unser Problem aktuell, dass die Kapazitäten, die wir an dem Schulstandort haben, nicht mehr ausreichen. Ein Erweiterungs- oder gar ein Neubau müsste her, doch es gibt keine Fördermittel. Konzak sieht die Ursachen dafür vor allem in zwei Punkten. Als allererstes bin ich absolut kein Freund davon, dass Schule ausschließlich Ländersache ist. Also beim Digitalpakt hat man es hinbekommen, dass der Bund auch Geld geben konnte, um Schulen auszustatten. Warum soll das nicht bei anderen Sachen auch gehen? Also das wäre der erste Weg. Der zweite Weg ist, man muss bedarfsgerecht bauen. Und beim bedarfsgerechten Bau spielen inzwischen so viele Regelungen, Vorschriften, Brandschutz, Barrierefreiheit eine Rolle. Das treibt die Kosten in die Höhe und das treibt die Planungsverfahren in die Länge. Und das ist eigentlich der Punkt, denke ich, woran wir aktuell ein bisschen scheitern. Reguliert sich Deutschland kaputt? Das könnte man so ganz ketzerisch sagen. Also eigentlich regulieren wir uns zu Tode.
Am Ende sind es zwei klare Botschaften in Richtung Politik. Zum einen vom Amtsdirektor. Also ich würde mir für mein Amt von der Politik wünschen, dass anerkannt wird, dass wir an unserer Leistungsgrenze angekommen sind, dass wir die finanzielle Leistungsfähigkeit erreicht haben und dringend finanzielle Unterstützung brauchen, damit wir unsere Aufgabe auch weiter wahrnehmen können. Die Forderung der Elternsprecher geht eindeutig in Richtung mehr Personal an Schulen. Wissen vermittelt sich nicht von allein. Die Begeisterung an Schule, Begeisterung an Bildung, die muss auch geweckt werden. Heutzutage ist es auch für Lehrer schwer, wirklich was zu erreichen, weil der Lehrerberuf in vielen Sachen einfach nicht attraktiv genug ist. Und dadurch fehlt der Nachwuchs auch an Lehrern und dadurch fehlt dann auch die Entlastung der Lehrer vor Ort. Bildung ist das höchste Gut. Sie ist eine Investition in die Zukunft und auch für den Strukturwandel in der Lausitz elementar. Er kann nur gelingen, wenn die Defizite im Bereich Bildung schnell beseitigt werden. Mit den Milliarden für den Strukturwandel können bisher jedoch keine Schulprojekte gefördert werden. Meine Kollegin Lena hat sich für unsere heutige Ausgabe von Art Pop, der Kulturcheck, wieder einen coolen Drehort ausgesucht. Und dort geht sie mit Jan und Tini auf Reisen. Ich möchte wetten, Jan und Tini, die beiden kennen unsere jüngeren Zuschauer noch gar nicht. Dann wird's jetzt aber Zeit. Jan und Tini muss man kennen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zu Art Pop, eurem Kulturmagazin aus Brandenburg. Ich bin Lena Konrad. Und wir sind hier in einem Schloss, in einer Festung. Animated Film, Animationsfilm, Trickfilm kennen wir alle, ob aus dem Kino, von Streamingdiensten oder aus dem Fernsehen unserer Kindheit. Diese Trickfilme sehen aber immer ganz unterschiedlich aus. Was wohl an den unterschiedlichen Techniken liegen mag? Es gibt die Legetechnik, die Pixelisation mit SchauspielerInnen oder den Zeichentrick. Es gibt aber auch den Puppentrick. Wir alle kennen das Sandmännchen. Und das schauen wir uns an, was diese Ausstellung hier uns alles darüber erzählen kann, über diese Technik. Mal los! Wir sind hier in der Ausstellung, wenn Puppen laufen lernen und haben Marco Wachtel bei uns. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter. Inwieweit sind Sie hier involviert in diese Ausstellung? Nun, ich war in der Organisation dieser Ausstellung involviert, habe da die Kontakte geknüpft zu dem Deutschen Institut für Animationsfilm, eine Wanderausstellung aus Dresden sozusagen, und habe quasi diese Ausstellung zusammen mit dem Museumsteam hier engagiert. Ne? Eine tolle Aufgabe. Was hat Sie besonders fasziniert an dieser Ausstellung? Naja, erst einmal die Geschichte dieser Animationstechnik, auch der DEFA Trickfilmstudios und überhaupt, dass ganz viele Sachen ja aus Dresden kamen, gerade was Animation angeht. Darunter auch Jan und Tini, man sieht sie ja hier auch als Exponat. Zwei Puppen eigentlich, die wiederum diese Animationstechnik des Puppenfilms widerspiegeln. Ja, und die Ausstellung zeigt natürlich noch andere Animationstechniken dazu. Kann man alles noch bis Ende Februar hier erkennen und entdecken quasi. Auch wir haben uns schon umgeschaut und sind sehr begeistert. Wir freuen uns und laden Sie und euch recht herzlich ein, hier die Ausstellung noch zu schauen im Schloss und Festung in Senftenberg. Und wir schauen jetzt, was es noch so für Veranstaltungen im Februar gibt. Die Ausstellung zu den Trickfilmen im Museum Schloss und Festung Senftenberg könnt ihr jederzeit zu den Öffnungszeiten sehen. Ganz besonders wird es aber an ausgewählten Nachmittagen. Am 17. und 21. Februar könnt ihr eure eigenen Trickfilmhelden entwerfen. Am 19. Februar mit der ganzen Familie die Puppen tanzen lassen und am 23. Februar einen Trickfilm vertonen, denn das Geräusch kommt zum Schluss. Es gibt viel auszuprobieren.
Wer auch viel ausprobiert hat und genreübergreifende Erfahrungen für seine fotografische Arbeit nutzbar machte, ist Ingolf Thiel. Er war Fotograf, aber ebenso Modedesigner, Kostümbildner, Schauspieler, Performer und Balletttänzer. Er scheint die Dynamik der Punkbewegung der 80er Jahre aufgesogen zu haben, in welcher gleichzeitig stattfindende Entwicklungen in Kunst, Film, Performance, Mode und Design sich gegenseitig beeinflussten. Und mittendrin Ingolf Thiel. 2023 wäre er 80 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass stellt die Deutsche Fotothek das Werk des Fotografen erstmals umfassend und in allen seinen Facetten an drei Orten in der Sächsischen Landesbibliothek Staats- und Universitätsbibliothek Dresden vor. Montag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 14 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 18 Uhr. In den letzten Monaten hat sich, denke ich, jede von uns mal Gedanken darüber gemacht, was in einem Energieengpass durch den Krieg in der Ukraine und den damit einhergehenden atomaren Bedrohungen im Notfall zu tun wäre. Notfalltasche packen, warme Decken und Konservenbüchsen im Vorratsschrank. Notsituationen, die weit weg schienen, sind jetzt etwas näher gerückt. Im Besucherbergwerk F60, das einer der größten beweglichen Arbeitsmaschinen der Welt ist, dem liegenden Eiffelturm der Lausitz mit einer Höhe von 80 Metern, könnt ihr jetzt an einem 4-stündigen Survival-Training teilnehmen. Es werden grundlegende Survival-Kenntnisse vermittelt und durch Übungen gefestigt. Themen sind elementarste Überlebenstechniken, Notfallmanagement, Wärmeregulierung, Wasseraufbereitung und Feuererzeugung, Bau von Notunterkünften und Orientierung. Am 12. Februar von 10 bis 14 Uhr. Spannung pur. Für alle zugezogenen RheinländerInnen und Karneval-Fans gibt es in Ruhland ordentlich zu feiern. Am 11. Februar für Kids ab 15 Uhr und für RentnerInnen ab 15 Uhr am 12. Februar. Die Gala findet dann am 18. Februar um 20 Uhr statt. Und zu guter Letzt die Rosenmontagsfeier am 20. Februar um 20 Uhr. Der Karnevalclub 69 Ruhland e.V. und seine Präsidentin laden ein. Wenn für euch Großräschen näher liegt, dort gibt es den Freaky Friday Jugendkarneval am 17. Februar ab 21 Uhr im Kurmerker Bürgerhaus Großräschen. Und schon stehen wir inmitten der Lausitzer Sammlung. Moderne Kunst. Und das alles hier in dem Schloss und der Festung Senftenberg. Und das war nicht alles. Hier gibt es noch mehr Ausstellungen. Zum Beispiel, es gab ja nichts zum DDR-Shopping. Und vielleicht gab es in der DDR wenig zu shoppen, aber hier gibt es viel zu sehen. Viel Spaß mit den Veranstaltungstipps 2. Am 23. Februar um 17 Uhr lädt die neue Bühne Senftenberg zum Workshop ein und verspricht Action. Und zwar zum Freiraum. Thema ist Bühnenfechten. Das Freiraumprinzip ist, dass jeden letzten Donnerstag im Monat sich die Möglichkeit bietet, ein Thema ganz neu zu entdecken. Ihr müsst euch nur dafür anmelden. Beim jetzigen 5. Junge Bühne Freiraum wird Schauspieler Daniel Borgwardt mit euch Bühnenfechten. Sich einmal wie Johnny Depp in Fluch der Karibik fühlen, das wäre doch was. Der Workshop findet im Pegasus Senftenberg statt. Anmeldung bei der neuen Bühne Senftenberg. In diesen Zeiten von Umweltschutz und Upcycling wird es immer wertvoller, das Alte zu erhalten und zu wahren. Im Beruf der Restauratorin ist die Wertschätzung des Alten und die Erhaltung von Gebäuden für zukünftige Generationen stark immanent. Aber wie sieht der Berufsalltag eigentlich aus? Im Alltag begegnen wir Restauratorinnen ja selten. Deshalb berichtet eine jetzt am 15.02. um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Guben über ihre Tätigkeit. Frau Dr. Dorothee Schmidt-Breitung ist unter anderem im Schloss Branitz und im Kloster Neuzelle tätig. Sie wird sicherlich auch Einblicke in die geschichtsträchtigen Orte geben. Der Preis sind 5 Euro. Um Voranmeldung wird gebeten. Unter bibo@guben.de. Valentinstag hin oder her. Manche feiern es gerne, andere wiederum sehen es eher kritisch. Uns ist das gleich, denn wir feiern mit euch in der neuen Bar im Theater einfach die Liebe und das Leben. Mit spannenden Gästen.
Lasst euch berieseln und einfach mal den Alltag und das Weltgeschehen für ein paar Stunden hinter euch. Andy Kubiak und ich laden zu einem Late-Night-Programm mit überraschenden Gästen, verrückten Spielen und einem Tässchen Sekt für alle ein. Reserviert schnell einen Tisch in unserer neu gestalteten Wohnzimmerbar. Tickets online bei der neuen Bühne Senftenberg. Die Nightbühne am 14. Februar ab 19.30 Uhr. Am 10. Februar um 16 Uhr lädt Mia Mädchen, der Mädchentreff in Cottbus, in Aktion zu einem leckeren Healthy Day ein. Cheesecake. Jeden Monat erwartet euch ein neues Highlight zum Thema Gesundheit, Achtsamkeit, Wohlbefinden und Ernährung. Es gibt weitere tolle und coole Workshops in der Lila Villa in Cottbus. Unter anderem die AG Cyber Angels Multichannel und Mädchenredaktion. Am Sonntag Sportkurs Woman Power und Selbstverteidigungskurs oder Kiezmische Jugend macht Medien. Ah, da ist sie ja. Lena, komm, wir brauchen noch die Abmoderation. Das war Art Pop aus dem Monat Februar. Ich könnte ewig hier bleiben, die ganzen Details und die Geschichte der DEFA-Studios. Es ist einfach wahnsinnig interessant. Aber wir sehen uns wieder nächsten Monat. Bis dahin, alles Gute. Das war unser Programm von Seenluft 24. Jetzt folgt für Sie noch unser Serviceteil mit den Kleinanzeigen und weiteren Infos. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Machen Sie es gut. Bis bald. Ihre Katja von Seenluft 24.